Also mein Name ist Joachim Gaudel, Professor Doktor, hier unterrichte Mathematik. Wenn Sie anfangen im Studium, haben Sie Mathe 1, haben Sie Mathe 2, haben Sie Statistik. Diese Fächer decke ich ab, zusammen mit einem Kollegen. Und auf diese Art und Weise können Sie auf mich treffen. Welche Lehrform setzen Sie in Ihren Vorlesungen ein? Also inzwischen setze ich stark auf Videos. Also ich habe die Vorlesungsinhalte, die ich klassischerweise früher an der Tafel präsentiert habe, mit Videos eben aufgenommen, und die stelle ich Ihnen am Anfang vom Semester zur Verfügung, dazu einen Plan, wann welche Videos dran sind, dazu Übungsaufgaben, die Sie bearbeiten können, dürfen, sollten, und dann eben Fragestunden. Sie können kommen und meine Zeit in Anspruch nehmen, Ihre individuelle Frage kann ich dann beantworten, und dann gibt es noch einen wöchentlichen Test, ja, mit dem habe ich jetzt sehr gute Erfahrung gemacht, wöchentlich einen Test, und dann können Sie Bonuspunkte für die Klausur erwirtschaften und so bleiben Sie immer am Ball. Warum haben Sie sich für diese bestimmte Lehrform entschieden? Ja, ich wollte einfach was ausprobieren. Man ist Dozent und das Leben ist lang, da muss man einfach mal was ausprobieren. Die moderne Lehrform, das Konzept, das Fachwort heißt Inverted Classroom. Also wollte ich ausprobieren, Kollegen haben davon gesprochen, ich fand es interessant. Und ich verspreche mir davon eben viel mehr Freiraum, ja, Zeit für Fragen von Studenten. Ich meine, ja, früher hat man auch Fragen beantwortet, aber so ist ja viel, viel mehr Zeit. Und ich habe auch mehr Zeit, also Rüstzeiten, die ich einspare. Ich kann in MATLAB, Python, solche Sachen vorführen, verbinden mit der Vorlesung, kurz zeigen, schauen Sie, so sieht es am Computer aus. Das hat früher immer sehr viel Zeit gekostet, und ja, so hat man einfach das kompakt mit den Videos. Und natürlich die Studis, die die Prüfung nicht bestehen oder nicht teilnehmen konnten, weil sie krank waren oder was auch immer, können dann in den Semesterferien ja arbeiten. Ja. Die Videos bleiben ja da, sie verschwinden ja nicht, sie müssen ja nicht in meine Vorlesung kommen und mir zeitgleich zuhören, sondern sie können in den Semesterferien lernen. Mit welchen Strategien fördern und unterstützen Sie den Lernprozess Ihrer Studierenden? Ja, also sehr stark unterstützt wird die Sache eben durch diese Testle. Also ich nenne es Testle, ein wöchentlicher Test zum Stoff in dieser Woche. Anreiz für den Studi, Bonuspunkte für die Klausur zu sammeln, damit ein großer Anreiz, sich wirklich auch wöchentlich mit den Dingen auseinanderzusetzen, nicht es auf die lange Beine zu schieben und dann kurz vor der Prüfung, sondern ich halte die Leute bei der Stange und sie sind positiv motiviert, sich eben Punkte zu erwirtschaften. Wie stellen Sie Praxisbezug in Ihrem Unterricht her? Praxisbezug im Unterricht, gut, Mathematik ist eine Grundlage. Man kann nicht in jedem Moment alles, was man unterrichtet, sofort sagen, gut, da brauchst du es, und das wäre das Beispiel dazu. Aber das versuche ich eigentlich schon stark, und insbesondere in Verbindung mit Software, mit Python, mit MATLAB, mit Octave, die ist eben natürlich hoch praxisrelevant, und da glaube ich, haben wir eine tolle Sache, was Praxis dann, die Praxis dann auch wirklich erfordert. Zum Beispiel im Rahmen der Bachelorarbeit haben Sie womöglich mit den Tools dann auch Kontakt, oder Excel auch, ruft man auch mal auf. Auf was können sich die Studierenden in ihrem Unterricht freuen? Ja, freuen können sich auf jeden Fall auf die Bonuspunkte. 10% der Klausurpunkte können die Leute lieber eben diese Teste zusätzlich noch erwerben. Wo gibt sowas? Super Sache. Und ich denke, sie können sich freuen, dass die Zugfahrt auf einmal ein mögliches Zeitfenster ist, um Vorlesungsinhalte aufzunehmen, anzuschauen, die Videos. Welchen Flachwitz erzählen Sie Ihren Studierenden am liebsten? Ja, das Krasseste, was mir jemals passiert ist, unendlich peinlich für mich, ja, ist, dass ich in einem Hörsaal jemanden mit Namen ansprechen wollte. Das versuche ich immer, die Namen zu lernen. Und dann habe ich einen Herrn angesprochen, der hat gesagt, Frau, wie heißen Sie nochmal? Ja, und ich habe in meinem Hirn irgendwas, war eine Blockade, und dann hat die Person nicht reagiert, hat gesagt, Frau so und so, wie heißen Sie denn? Und bin dabei geblieben über eine Minute, und hinterher, ich wusste nicht, wie er jemals rauskommen soll. Ich war froh, als das Semester rum war, und hoffe, dass die Person sich niemand daran erinnern kann. Aber das war schrecklich. Ja, und dann gibt es eine zweite Story. Ich habe festgestellt, ich hatte einen Student, und da habe ich festgestellt, dass er einen Mathelehrer hatte, der den gleichen Mathelehrer hatte wie ich. Ja? Und dieser Mathelehrer war sehr prägend. Der hat zum Beispiel gesagt, Apples plus Apples gibt. Und dann mussten wir sagen, zwei Apples. Ja?
Oder wenn jemand gefragt wurde, was kommt da raus, und null war die richtige Antwort und die Person hat gesagt nichts, dann hat er gesagt, null ist nicht nix. Und wir beide hatten den gleichen Mathelehrer und das hat die Person festgestellt, weil ich die Sprüche geklopft habe, die der Mathelehrer in seiner Abitursklasse eben auch benutzt hat. Das war echt lustig. Warum ist das Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen eine gute Entscheidung? Ja, also das ist wirklich eine gute Entscheidung. Ich würde sagen, wir geben uns von der Professorenschaft in großer Zahl wirklich, wirklich große Mühe. Ja, Sie können sich also freuen auf ein motiviertes Team von Dozenten, die eben auch neue Dinge ausprobieren. Das ist jetzt auch der Inhalt von dem Video. Außerdem haben wir an der Hochschule Esslingen einen sehr guten Ruf. Das stelle ich fest, wenn ich Bachelorarbeiten betreue ab und zu, die ja dann in Firmen stattfinden. Und wenn man die dann fragt, und Hochschule Esslingen, was verbinden Sie? Dann wird oft genannt eben, okay, wir haben hier eine sehr gute Ausbildung und die Firmen freuen sich über die Menschen, die wir ausbilden und dann zu ihnen kommen. Und das möchte ich jetzt eben auch sagen, machen Sie einen Ingenieurberuf, Wirtschaftsingenieur, Mechatronik, sowas in der Richtung. Das ist wirklich wahnsinnig gefragt im Moment. Und Sie haben tolle Zukunftsperspektiven. Und wenn Sie sagen, ich möchte lieber was Soziales vielleicht machen und so weiter. Wissen Sie was, wenn Sie Ingenieur sind, dann haben Sie alle Möglichkeiten, sozial Ihre Kompetenzen auszuleben. Sie können ins Ausland fahren, mit den Leuten dort sprechen, Dinge vorantreiben im Team. Also das ist, Ingenieur ist nicht ein Beruf, in dem Sie alleine am Schreibtisch sitzen und halt irgendwas da vor sich hinarbeiten, sondern am Ende des Tages ist es auch ein hochsozialer Beruf. Sie interagieren mit vielen Menschen, müssen zusammen Lösungen finden. Also kommen Sie zu uns und werden Sie Ingenieur.